Das ist das Osterland, das Altenburger Osterland. Und da sind wir heute unterwegs. Früher hätte man weit fliegen müssen, um das Ostland, das heutige Osterland, zu überschauen. Von der Lausitz bis zur Saale, von Leipzig bis ans Erzgebirge. Aber es wurde immer kleiner und steht heute fürs Dreiländereck Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Und genau in Thüringens östlichstem Zipfel liegt das Altenburger Osterland. Ich starte gleich neben dem Flugplatz. Den gibt es seit mehr als 100 Jahren und hier residiert der Verein Flugwelt Altenburg. Er putzt, poliert und repariert für Altenburgs Flugtradition. Die Scheibe ist beim Transport, ne? Ist kaputt gegangen. Wir haben jetzt nur eine neue organisiert und werden sehen, wenn es richtig trocken ist, dass wir dann auf die Scheibe wechseln können. Und dann kommt der Anstrich. Was jetzt noch geht? Positionslichter gehen noch, Heckbeleuchtung geht noch und meine Aufgabe mehr oder weniger ist dann nach und nach die Funktion rauszufinden, was noch gehen könnte und das wieder in Betrieb zu nehmen. Genau. 12 große Flieger stehen im Museum. Sie herzubekommen war nicht leicht, sie aufzumöbeln auch nicht. Aber die Männer vom Verein haben sie gerettet, vor der Schrottpresse, vorm Vergessen. Das ist ein Starfighter F-104F. Es ist ein U-Boot-Jäger bzw. Aufklärer. Aha! Regie Atlantik. MiG 21 SPS. Und das ist eine Transall. An der kennt er sich aus. Er fliegt noch aktiv mit ihr in der Bundeswehr und steht den Leuten vom Verein zur Seite. Denn wenn am Wochenende die Museumsbesucher kommen, dann sollen sie auch was über die Flugzeuge erfahren. Na, und reparieren, das muss auch klappen. Das ist unser Problem, dass wir da ran müssen. Das hast du einmal hier oben. Worüber sitzt ihr jetzt hier gerade und grübelt? Wir haben hier ein kleines Problem, dass sich hier in einer Leitung noch ein Druck aufbaut und wir Ölverlust haben. Ab und zu kostet es uns Nerven. Ja. Ist so. Und dann, aber es wird so lange gesucht, bis wir es gefunden haben. Und ich meine, sowas hier ist ja jetzt nun auch, ich sag mal, kein selbstverständliches Flugzeug. Das kostet doch bestimmt besonders Nerven, oder? Wenn man sich einmal in ein Flugzeug verliebt hat, das ist wie zu Hause. Da kostet es ja auch ab und zu mal Nerven. Ja. Also kostet das hier auch Nerven, aber wir kriegen alles in den Griff. Hoffe ich. Warum muss das gerade die Transall sein? Oder war es Zufall, dass ihr hierher gekommen seid? Nein, nicht Zufall. Wir hatten uns 4 Jahre beworben drum. Ehrlich? Und ja, 4 Jahre drum gekämpft und dann kam die Zusage, wir konnten eine haben. Und dann ging das eigentlich ruckzuck. Geld überwiesen, lange gespart, dann haben wir es gekauft. Sie ist gekommen, ich habe sie gesehen und habe mich verliebt. Ja. Im Vergleich Iljuschin, Antonov ist das noch ein kleiner Transporter. Und man hier an dieser Maschine ist es natürlich wirklich genial, weil sie noch fliegt. Sie ist noch dabei. Ja, also man steht hier letztendlich in einer Live-Maschine, die vielleicht morgen hier rüberfliegt. Und das ist natürlich noch ein ganz anderes Feeling. Wenn Sie das ja aber eigentlich noch als Job machen, wieso machen Sie es dann auch noch in der Freizeit? Warum ich es in der Freizeit mache, ganz einfach, weil ab 2021 es keine Transall mehr geben wird. Und ich fand das total super, als das Museum damals sagte, ich war ganz kurz mit der Live-Transall hier, auch am Flugplatz fest und die haben gesagt, wir kaufen so ein Ding. Da habe ich gesagt, ich helfe euch, weil ich dann irgendwann meinen Kindes- und Kindeskindern mal erzählen kann oder hierher fahren kann und sagen kann, hier, da hat der Papa, der Opa drin gearbeitet und so hat es mal oder so ist es gewesen. Und das ist eben halt das Schöne. Und deswegen freue ich mich auch total, dass das so geklappt hat. Und auch ein kleines Vermächtnis, also ein großes Vermächtnis, ne? Eigentlich für Sie alle hier. Ja, definitiv. Also das ist in der Art so hier deutschlandmäßig. Wir haben es noch in Graz ist noch eine, aber so wie wir sie hier jetzt haben, dass man auch hätten auffahren kann, dass man eben halt auch Leute mal hier mit Behinderungen reinfahren kann und denen das mal zeigen kann, das ist einfach eine tolle Sache. Und das ist einfach ein Stück Flugkultur, das macht unheimlich viel Spaß. Gibt es eine Richtung, in die Flugwelt sich entwickeln soll?
Wir wollen noch ein bisschen was Ziviles hier machen. Wir wollen nicht nur militärisch, wir wollen nicht nur überwiegend den Flugplatz Altenburg, auch mal was gewesen ist seit 1913 und so, was hier passiert ist und alles drum und dran. Aber ich sage ja, zurzeit sind die Angebote sehr, sehr preisintensiv und das können wir uns noch nicht leisten. Von groß zu klein, von Metall zu Holz. Für solche Veränderungen reichen ein paar Kilometer. Kommen Sie die Treppe herauf zur Theatervorstellung. Genau, in Engertsdorf im Komödiantenhof wird Theater gespielt. Ach ja, es sind nun schon 7 Jahre her. Puppentheater. Und das auf einer richtig historischen Bühne aus Familienbesitz. Das heißt natürlich eher beim König. Und mit der Kosel, oh, da gibt's täglich Zank und Streit. Also die setzt unserem starken August noch so zu, dass er wohl bald voller der Ärger schwacher August werden wird. Eines Tages kommt's zum Bruch. Uwe Dombrowski lässt in 7. Generation die Puppen tanzen, als Wandermarionettenspieler. Irgendwann kam er nach Engertsdorf. Er traf seine Frau und die 100 Jahre alte Bühnenkonstruktion fand ein ruhiges Plätzchen. Denn bis dahin wurden die original bemalten Prospekte und Leinwände aufgebaut und abgerollt, in jedem Dorf, wieder und wieder. Alles für die perfekte Illusion. Es wird ja auch vermieden, dass der Zuschauer überhaupt hinter die Bühne schauen darf. Und es wurde viel Wert darauf gelegt, die Veranstaltungsräume richtig stockfinster zu machen. Ideal wäre es wie im Kinosaal, damit der Zuschauer nichts anderes sieht, als was er in diesem Rahmen, das ist ja eigentlich ein Guckkasten, wenn der Vorhang aufgeht, soll er nur das sehen. Und dann lässt er sich auch durch die Gestaltung der Dekoration, durch die Malerei sehr häufig dazu verleiten, die Figuren größer zu sehen, als sie tatsächlich sind. Die Stile des Schnitzens haben sich ja im Laufe der Zeit sehr verändert. Wie hier, das ist also ein sehr, sehr alter Kopf. Man sieht es auch an der Bemalung, weil das ist sehr bleiches. Und es ist ein Zeichen, dass der Kopf in der Zeit benutzt oder hergestellt wurde, als man noch mit der Petroleumlampe beleuchtet hat. Früher hatte man also die Köpfe glatt geschliffen, um dieses Flackern des Petroleumlichtes zu reflektieren. Und dann, als das elektrische Licht kam, hat man eben eher solche Kanten eingeschnitzt, weil die dann für das elektrische Licht wieder ein Schattenspiel erzeugen. Und so kann man in einer gewissen Entfernung sich wieder täuschen lassen und annehmen, in dem Gesicht der Figur hätte sich etwas bewegt. Denn beim Gesichtsausdruck hat wirklich nur einer mehr drauf. Der Kasper. Er hat ein paar mehr Fäden als die anderen Figuren. Er kann die Augen und den Mund in der Regel bewegen und hat auch einen Faden an der Nase, dass er nach oben gucken kann. Ja, und er ist die einzige Figur, die in einem klassischen Stück, sagen wir mal, aus dem Text herausgehen kann und mit dem Publikum kommunizieren darf, also auch Tagesaktualitäten mitunter dort mit einstreut. Der Kasper könnte also vom neuen Wohnwagenprojekt berichten. Noch stehen die Gefährte mit Dombrowskis Lebensgeschichte einfach so im Garten, aber sie sollen aufgepäppelt werden, damit sich auch künftige Generationen das Leben der Wandermarionettenspieler vorstellen, es sogar ausprobieren können. Evelyn und Uwe touren übrigens immer noch, besonders im Sommer. Jetzt im Herbst wird's ruhiger. Dann beginnt die Puppenspielsaison zu Hause in Engertsdorf. Draußen auf dem Osterland gibt's so tierisch gesehen natürlich Kühe, Schafe, Ziegen. Und Alpakas in Altmürbitz. Das liegt grenznah. Dragon, Romeo und Merlin grasen in Sachsen und wandern in Thüringen. Die Idee hatte Familie Fischer. Und jetzt gehen wir hinter die Tiere, ja, und versuchen die Tiere zu treiben. Okay. Und weil die Alpakas ja nicht sehr viel Angst vor Menschen haben, müssen wir uns groß machen. Wir machen uns groß, genau, und machen nur tsch, tsch, tsch. Sind die herrlich? Tsch, tsch, tsch. Die haben so süße Hinterteile. Das ist ja überhaupt nicht. So. Hopp.
Bei Dragon ist immer ein bisschen Vorsicht geboten. Der hier, der ist... Ja, der Weiße. Die Schneeflocke. Wenn man ihnen in die Augen schaut, verliebt man sich in Alpakas. Und dann müssen wir ganz viele kaufen. Und mit einem habe ich angefangen, jetzt habe ich 7 Stück. Nur wer sich gut führt und führen lässt, darf mit auf Wanderschaft. Diesmal Da Vinci, Don und Dragon. Und die finden das jetzt auch richtig schön. Ja, schön. Sie laufen gerne mit uns mit. Ja. Und, aber sie würden auch gerne auf der Weide liegen bleiben. Und die Menschen, die so zu Ihnen kommen? Die Menschen, die zu uns kommen, die freuen sich ja ganz sehr. Die kommen erstmal so ein Tier ganz nah durch das Streicheln. Und wo hat man eigentlich die Gelegenheit, einen Alpaka zu streicheln? Ja. Und wer kommt mehr? So Kinder? Männer? Es kommen mehr Frauen so im Alter zwischen 40 und 50. Die noch ein bisschen Liebe suchen. Oh ja. Die kommen dann gerne zu uns. Also, ja. Und die bleiben auch dann und kommen auch noch mal später wieder. Also die Frauen sind mehr so die Kuscheltypen, ja? Ja, die Frauen sind die Kuscheltypen. Aber die Alpakas selber, sind das auch Kuscheltypen oder sagen die? Die Alpakas würden nicht gerne kuscheln. Ja? Die sind ja nie so gezüchtet worden, sondern die sind ja immer nur gezüchtet worden wegen der Wolle. Und umso schöner die Wolle war, umso besser war das Tier. Also die sind auch nicht so zum Transport oder so genutzt worden, sondern nein, tatsächlich gar nicht. Die Alpakas sind nur für die Wolle gezüchtet worden und auch nur die Fürsten der Inkas und so, die durften diese Wolle tragen. Und was machen Sie mit der Wolle? Also wir verarbeiten die Wolle zu Pullover, zu Mützen, zu Schals. Und Sie sehen hier einen schönen Pullover, hier können Sie mal gucken. Darf ich Sie auch mal kennenlernen? Ja, ja. Oh ja, ganz weich. Ja. Das zum total Beispiel schön ist unser Dragon. Ach, das ist der Dragon. Ja. Das hier unten, das Graue, ist der Don. Und das ist der Clemens. Der ja jetzt nicht mit. Der nicht mit. Und das hier, sehen Sie, das ist Da Vinci. Das ist Da Vinci. Sehr schön. Aber nur die Wolle. Haben Sie die Alpakas eigentlich gekauft damals, um dann die Wolle zu verwerten? Oder gleich mit dem Gedanken, diese Wanderung zu machen? Also eigentlich gekauft, dass sie das Gras auf unserer Wiese abfressen und wir nicht mehr mit dem Rasenmäher gehen müssen. Ja. Und dann kam die Idee mit den Wanderungen, um einfach den Leuten auch mal zu zeigen, man kann dem Tier mal näher kommen, als es immer nur über den Zaun zu sehen. Und die Wolle ist ja da, also muss man was damit machen. Ja. Und dann sind wir zum Spinnkurs gegangen, haben geguckt, ob das überhaupt was für uns ist. Ach, da haben Sie richtig mit. Haben wir einen richtigen Spinnkurs gemacht, meine Tochter und ich. Und ja, dann war es Fieber ausgebrochen, ne? Dann ging es los. Ja. Also Ihr Mann kann sozusagen mit Fug und Recht sagen, meine Frau und die Spinnen. Ja, das darf der und kriegt keinen Ärger. Wirklich eine sehr schöne Gegend, in der Sie hier unterwegs sind. Ja. Die Talsperre Schönbach, die letzte Station unserer Wandertour. Vor 50 Jahren wurde sie gebaut, staut die beiden Flüsschen Leuber und Wira und diente ursprünglich nur dem Hochwasserschutz. Längst ist sie zum Ausflugsziel geworden. Auch wenn man nicht drumherum laufen kann, zum Sonnetanken, Angeln und Vogel beobachten, ist's perfekt. Das Rad als Fortbewegungsmittel ist in der leicht hügeligen Osterländer Landschaft natürlich auch beliebt. Und diese Truppe ist sogar vorausschauend unterwegs, denn sie radelt, wo demnächst ein Radweg entstehen soll. Der Viaduktradweg immer entlang der ehemaligen Bahnstrecke von Altenburg rüber zur sächsischen Grenze. Mit dem Drahtesel eben, aber aussichtsreich durchs Wiratal rollen. Noch ist es nur eine Vision. Müssen wir wieder die Bäume umtreten. Ja. Also wenn wir noch einmal hin und her gehen, haben wir das alles geräumt. dann brauchen wir gar nicht mehr viel. Ist der Weg fertig. Ja. Also wir haben noch ganz schön viel zu schaffen hier oben. Ja. Also das ist ja schon einmal bearbeitet worden. So? Da sieht man ja, dass die Birken schon mal abgehackt waren. Ja. Sonst wäre das noch viel höher. Was ist das eigentlich mal für eine Strecke gewesen? Das ist so eine Nebenstrecke zwischen den Fernstrecken, also Leipzig-Chemnitz und Leipzig-Zwickau. Und die Viadukte sind aber extra für diese Eisenbahnstrecke gebaut worden, ja, ne?
Wie viel sind es eigentlich insgesamt? 7 Stück. 7 Stück. Und die wollen Sie alle jetzt zum Radweg vereinen? Ja, alle wird nicht funktionieren, ja, weil auf sächsischem Gebiet sind die Teile der Strecke verkauft worden. Ach so. Mhm. Und da steht das Viadukt praktisch so allein zwischen Privatgrundstücken, da kommen wir dann nicht hin. Mhm. Aber hier auf thüringischer Seite haben wir schon uns das Ziel gesetzt, dass wir das alles erhalten wollen. Das ist ja auch das Besondere, die Viadukte. Auf dieser relativ kurzen Strecke von 15 Kilometern 6 Viadukte zu haben, die auch noch vom Baustil her, das waren, glaube ich, die ersten, die in Stampfbeton gebaut wurden. Die haben also auch von ihrer Technologie her damals was ganz Neues probiert. Das zu haben, ist wahrscheinlich auch fast einzigartig in Deutschland, so eine Radtour dann zu besitzen. Dann und mit diesen Blicken, die man dann in das Land bringen kann, das ist ja eine liebliche Landschaft hier, nichts Spektakuläres. Aber diese Täler sind ja sehr schön. Und mit diesen Brücken hat man da so die wunderbare Aussichten. Mhm. Und ist jetzt dann die Idee für den Radweg entstanden aus der Lieblichkeit der Landschaft, der Liebe zum Radfahren oder der Liebe zu den Viadukten? Naja, also das Wiradtal, wo wir uns hier befinden, das ist ja schon geprägt durch diese Viadukte. Und die stehen ja nun schon seit 116 Jahren hier, also 1901 ist die eingeweiht worden, die Eisenbahnstrecke. 1899 ist der Bau begonnen worden. Und das ist ja über Generationen, ist das ja hier, fühlen die Leute sich damit verbunden. Ich bin ja unter so einem Viadukt groß geworden. Ach so. Am Viadukt. Und wir haben als Kinder auf diesen Schienen gespielt, das kreuzgefährlich war, uns verboten wurde. Aber das war natürlich, was verboten war, immer besonders reizvoll. So bestimmt Indianer, so mit Ohr auf der Schiene. Ja, und richtig. Und dann den Pfennig draufgelegt. Dann wurde dann breit gefahren. Und uns war natürlich klar, wenn wir die Viadukte erhalten wollen, brauchen wir eine Nutzung, eine Verwendung. Und nur die Viadukte in die Landschaft zu stellen, macht ja keinen Sinn. Und deswegen kam dann die Idee mit diesem Viaduktradweg. Man muss auch noch sehen, das Altenburger Land ist das wahrscheinlich der waldärmste Kreis in ganz Deutschland. Mhm. Und dieser grüne Streifen, dieses grüne Band, was man heute immer so schön nennt, ist natürlich auch wunderbar, dass das durch diese Region geht. Die Napo, die dann später diese anderen Grundstücke gekauft hat, die haben ja auch noch mehrere Biotope. Das ist also eine Verbindung zwischen den Biotopen. Mhm. Also hier kommen mehrere Aspekte. Aber mal ehrlich, wie wollen Sie denn das stemmen, also schaffen? Weil es ist ja eine private Initiative, ne? Das ist richtig. Also wir haben da noch sehr viel Arbeit vor uns. Ja. Es wird auch noch viel Zeit und viel Geld, denke ich mal, benötigt werden, um das zu realisieren. Aber wir wollten in diesem Jahr noch, das werden wir vielleicht nicht schaffen, aber im nächsten Jahr den ersten Teilabschnitt in Betrieb nehmen. In Betrieb nehmen? Ja. Wir müssen das hier, ist ja auch wichtig, dass man was zeigt. Nur wenn man was vorweist, kann man auch mal zu einem Unternehmen gehen und Geld betteln. Naja. Wir müssen also den ersten Schritt jetzt tun. Die forcierte damals übrigens Herzog Ernst. Seit Jahrhunderten residierte seine Familie im Altenburger Schloss, regierte von hier aus das Herzogtum Sachsen-Altenburg. Die Privatgemächer der letzten beiden Herzöge lagen in der 2. Schlossetage. Das war bekannt, aber öffentlich zugänglich waren die Räume nicht. Und das soll sich jetzt ändern. Dafür wird im Schloss umgeräumt und umdekoriert. Denn das ehemals herzogliche Jagdzimmer, die fürstliche Bibliothek und das Arbeitszimmer sollen wieder entstehen. Restaurator Mario Gavlik hat dafür den Hut auf, hat geforscht, gesucht und gelesen. Das ist dann so authentisch, wie es geht. Also das ist zumindest mein Anspruch. Die Räume wieder einrichtet, zumindest hier sein Arbeitszimmer. Dass die Besucher so die Vorstellung haben, sie kommen gerade rein und er hat gerade den Raum verlassen. Also es kommt jeden Moment wieder und arbeitet weiter oder empfängt jemanden oder wie auch immer. Das ist eigentlich so das Anliegen gewesen. Da gehören eben noch die originalen Bilder. Und das ist eins von den originalen Bildern, das ist der russische Zar Paul. Und der gehört zur herzoglichen Verwandtschaft. Auf die engen familiären Verbindungen ins Zarenhaus waren die Altenburger stolz. Warum sonst sollte Herzog Ernst so viele Porträts von russischen Zaren, Prinzessinnen und sogar Katharina der Großen in sein Arbeitszimmer hängen?
Eine Spurensuche ist so eine Einrichtung der Räume immer. Es ist interessant, es hat ein bisschen was mit kriminalistischem Spürsinn zu tun. Ich kannte immer nur die Schwarz-Weiß-Fotos von dem Raum. Und wo ich den Schrank das erste Mal live gesehen habe, war ich natürlich das erste Mal ja, wirklich erstaunt. Vor allen Dingen, dass das wirklich noch da ist. Also ich hatte den Schrank schon längst abgeschrieben. Umso schöner ist natürlich für uns hier im Haus, dass der Schrank wieder da ist. Und mit ihm kommen neue Fragen. Zum Beispiel, was soll der englische Hosenbandorden in Ostthüringen? Geheimnisvolle Kabinettschränke, kuriose Kaminvorleger und amoröse Geheimgänge. Die wiederentdeckte Schlossetage hat's in sich. Es ist einfach erstaunlich, dass die Originalmechanik alles noch funktioniert. Die hing noch, also die hat die Zeit im Prinzip überdauert da oben. Also die ist niemals weggekommen, was eigentlich von der Sache her schon sehr verwunderlich ist. Also die Bibliothek ist wie so eine, ich sage mal, das ist wie so eine Zeitschleuse. Also Tür zugeschlossen und einfach gelassen. Für mich eine der schönsten Jugendstilbibliotheken in den Thüringer Schlössern. So, vorsichtig. Ich muss dann oben umgreifen. Ab nächsten Wochenende öffnen sich die herzoglichen Türen dann für alle. Das Schloss Altenburg ist längst nicht das einzige hochwohlgeborene Bauwerk in der Region. Es gibt unendlich viele Adelssitze, Wasserschlösser, Rittergüter und in Punitz ein kleines Renaissanceschloss. Sein heutiges Aussehen erhielt das Schlösschen im 16. Jahrhundert. Familie Tumshörn, die es umbauen ließ, war nicht irgendjemand. Ein Tumshörn, Wolfgang Konrad, war Diplomat und Kanzler und verhandelte maßgeblich am Westfälischen Frieden, der den Dreißigjährigen Krieg beendete. Seine Nachfahren ließen später oberhalb des Schlosses eine Kirche errichten. Und auch da wurde nicht gekleckert, es wurde geklotzt. Denn die Orgel mit ihren 25 Stimmen baute nicht irgendwer, sondern der Orgelbaumeister Gottfried Silbermann. Erst seit ein paar Wochen ist Editha Müller die neue Kantorin in Punitz. Klar kannte sie die Orgel schon vorher. Noch als Studentin in Gdansk hatte sie an der Sächsischen Orgelakademie teilgenommen und spielte auch in Punitz. Damals habe sie sogar geträumt, mal hier zu wohnen und Orgel zu spielen. Von Anfang an, also das war für mich große Faszination. Also ich finde, das Instrument, die Instrumente von Silbermann haben einen besonderen Klang, sind sehr, wie kann ich das sagen, also vollen Klang, was mir gefällt. Das ist der Register für sich, klingt so schön, dass man manchmal einigen Orgeln, man muss mehrere Register zusammen verbinden, dass man so einen Klang erreicht, dass es klingt gut einfach. Es ist einfach Genuss, Klanggenuss, auf diese Orgel zu spielen für mich. Natürlich klinge alte Musik am besten, findet Editha. Bach, Buxtehude, die Barockmeister. Bei romantischen Stücken fehle der Orgel ein bisschen Tonumfang. Aber das sei egal. Das könne sie transformieren. Jetzt ist Editha dabei, auszuloten, was die alten Pfeifen können. Denn sie liebt auch moderne Musik und komponiert. Also ich experimentiere viel mit, dass ich die Register langsam ziehe. Und ich finde, das Orgel ist so quasi wie alter Synthesizer, dass man auch kann den Klang variieren. Das finde ich ganz interessantes Effekt, wenn man zum Beispiel ein Register langsam zieht und der Ton erscheint allmählich lang. Vom Rauschen bis zum Ton. Das finde ich ein ganz tolles Effekt.
das verwende ich oft in meinen Stücken. Zum Beispiel, das habe ich herausgefunden, das finde ich ganz sehr zart und sehr hoch. Kann man zum Beispiel. Das finde ich ganz interessantes Effekt. So als Hintergrund, zum Beispiel Hintergrundklang. Aber ich bin noch auf der Suche, so ganze Zeit. Im Moment arbeitet Editha an einem Liederzyklus zu Zitaten aus dem Johannesevangelium. Aufführen will sie ihn nächstes Jahr. Und natürlich komponiert sie an und für ihre Silbermann-Orgel. Unten im Schloss hat, wie jeden Sonntag zwischen Ostern und November, das Lesecafé geöffnet. Die ursprüngliche Idee, einfach die alten Räume nutzen, eine kleine Bibliothek einrichten. Jeder bringt ein paar Bücher und nimmt wieder welche mit. Mit einem Wäschekorb ging es vor 20 Jahren los. Inzwischen sind die Regale im Erdgeschoss übervoll. Der Dachboden muss ran. Hallo, Sie bringen Bücher ab. Guten Tag. Oh, so eine schwere Kiste. Das ist, geht noch. Toll. Na, was haben wir was denn noch da? So Lexika, Stephen King, na guck an, ja. Friedhof der Kuscheltiere. Ja. Die Dornvögel, na, ja. Das ist doch das, was die Leute lesen das wollen. Das war ein Bestseller zu seiner Zeit. Ne? Gut. Schönen Sonntag noch. Vielen Dank. Danke auch. Tschüss. Das Antiquariat ächzt, aber die ehrenamtliche Bibliothekarin trägt die Bücher mit Fassung. Allein der Stapel kam heute, will gesichtet, sortiert und eingeordnet werden. Ich hätte gern eine Tasse Kaffee. Na, aber gerne. Was hätten Sie denn gern? Ja, ne? Hat man ja die Qual der Wahl. Ich glaube, ich nehme die doch. Die? Genau. Das ist aber eine sehr, sehr schöne Idee. Grün. Mit den Sammeltassen. Die Grün Hoffnung. Und blau, genau. Wie die Bücher kamen auch Sammeltassen überraschend und gleich in Scharen zum Verein. Die Leute hatten gehört, im Schloss würden Dekostücke gebraucht. Also suchten, putzten und spendeten sie ihr edles Porzellan. Na, so werden doch die schönen Sammeltassen noch genutzt. Und jeder kann sich seine Lieblingstasse aussuchen für den Lesekaffee. Apropos Lesen, Sie können auch lesen, nämlich nachlesen, wo wir im Osterland überall waren, und zwar auf unserer niegelnagelneuen Internetseite. Wir haben nämlich jetzt eine für drei für unterwegs in Sachsen, Sachsen-Anhalt und in Thüringen. Da finden Sie alle Informationen zu uns, wieder mit Bildern und kleinen Filmen. Aber wir haben jetzt zum Beispiel eine interaktive Karte. Da sehen Sie, wo wir in der letzten Zeit überall unterwegs waren, und mit einem Klick bekommen Sie alle Informationen zu den Sendungen. Also dann viel Spaß und tschüss und lesen Sie mal wieder. Noch in Graz ist noch eine, aber so wie wir sie hier jetzt haben, dass man auch hätten auffahren kann, dass man eben halt auch Leute mal hier mit Behinderungen reinfahren kann und denen das mal zeigen kann, das ist einfach eine tolle Sache. Und das ist einfach ein Stück Flugkultur, das macht unheimlich viel Spaß. Gibt es eine Richtung, in die die Flugwelt sich entwickeln soll? Wir wollen noch ein bisschen was Ziviles hier machen. Wir wollen nicht nur militärisch, wir wollen nicht nur überwiegend den Flugplatz Altenburg, auch mal was gewesen ist seit 1913 und so, was hier passiert ist und alles drum und dran. Aber ich sage ja, zurzeit sind die Angebote sehr, sehr preisintensiv und das können wir uns noch nicht leisten. Von groß zu klein, von Metall zu Holz. Für solche Veränderungen reichen ein paar Kilometer. Kommen Sie die Treppe herauf zur Theatervorstellung. Genau,
In Engertsdorf im Komödiantenhof wird Theater gespielt. Ach ja, es sind nun schon 7 Jahre her. Puppentheater. Und das auf einer richtig historischen Bühne aus Familienbesitz. Das heißt natürlich eher beim König. Und mit der Kusel, oh, da gibt's täglich Zank und Streit. Also die setzt unserem starken August noch so zu, dass er wohl bald voller der Ärger schwacher August werden wird. Eines Tages kommt's zum Bruch. Uwe Dombrowski lässt in 7. Generation die Puppen tanzen, als Wandermarionettenspieler. Irgendwann kam er nach Engertsdorf. Er traf seine Frau und die 100 Jahre alte Bühnenkonstruktion fand ein ruhiges Plätzchen. Denn bis dahin wurden die original bemalten Prospekte und Leinwände aufgebaut und abgerollt, in jedem Dorf, wieder und wieder. Alles für die perfekte Illusion. Es wird ja auch vermieden, dass der Zuschauer überhaupt hinter die Bühne schauen darf. Und es wurde viel Wert darauf gelegt, die Veranstaltungsräume richtig stockfinster zu machen. Ideal wäre es wie im Kinosaal, damit der Zuschauer nichts anderes sieht, als was er in diesem Rahmen, das ist ja eigentlich ein Guckkasten, wenn der Vorhang aufgeht, soll er nur das sehen. Und dann lässt er sich auch durch die Gestaltung der Dekoration, durch die Malerei sehr häufig dazu verleiten, die Figuren größer zu sehen, als sie tatsächlich sind. Die Stile des Schnitzens haben sich ja im Laufe der Zeit sehr verändert. Wie hier, das ist also ein sehr, sehr alter Kopf. Man sieht es auch an der Bemalung, weil das ist sehr bleiches. Und es ist ein Zeichen, dass der Kopf in der Zeit benutzt oder hergestellt wurde, als man noch mit der Petroleumlampe beleuchtet hat. Früher hatte man also die Köpfe glatt geschliffen, um dieses Flackern des Petroleumlichtes zu reflektieren. Und dann, als das elektrische Licht kam, hat man eben eher solche Kanten eingeschnitzt, weil die dann für das elektrische Licht wieder ein Schattenspiel erzeugen. Und so kann man in einer gewissen Entfernung sich wieder täuschen lassen und annehmen, in dem Gesicht der Figur hätte sich etwas bewegt. Denn beim Gesichtsausdruck hat wirklich nur einer mehr drauf. Der Kasper. Er hat ein paar mehr Fäden als die anderen Figuren. Er kann die Augen und den Mund in der Regel bewegen und hat auch einen Faden an der Nase, dass er nach oben gucken kann. Ja, und er ist die einzige Figur, die in einem klassischen Stück, sagen wir mal, aus dem Text herausgehen kann und mit dem Publikum kommunizieren darf, also auch Tagesaktualitäten mitunter dort mit einstreut. Der Kasper könnte also vom neuen Wohnwagenprojekt berichten. Noch stehen die Gefährte mit Dombrowskis Lebensgeschichte einfach so im Garten, aber sie sollen aufgepäppelt werden, damit sich auch künftige Generationen das Leben der Wandermarionettenspieler vorstellen, es sogar ausprobieren können. Evelyn und Uwe touren übrigens immer noch, besonders im Sommer. Jetzt im Herbst wird's ruhiger. Dann beginnt die Puppenspielsaison zu Hause in Engertsdorf. Draußen auf dem Osterland gibt's so tierisch gesehen natürlich Kühe, Schafe, Ziegen. Und Alpakas in Altmürbitz. Das liegt grenznah. Dragon, Romeo und Merlin grasen in Sachsen und wandern in Thüringen. Die Idee hatte Familie Fischer. Und jetzt gehen wir hinter die Tiere, ja, und versuchen die Tiere zu treiben. Okay. Und weil die Alpakas ja nicht sehr viel Angst vor Menschen haben, müssen wir uns groß machen. Wir machen uns groß, genau, und machen nur tsch, tsch, tsch. Sind die herrlich? Tsch, tsch, tsch. Haben sie süße Hinterteile? Das ist überhaupt nicht. So. Bei Dragon ist immer ein bisschen Vorsicht geboten. Der hier? Ja, der Weiße. Die Schneeflocke? Wenn man ihnen in die Augen schaut, verliebt man sich in Alpakas. Und dann muss man ganz viele kaufen. Und mit einem habe ich angefangen, jetzt habe ich 7 Stück. Nur wer sich gut führt und führen lässt, darf mit auf Wanderschaft. Diesmal Da Vinci, Don und Dragon. Und die finden das jetzt auch richtig schön? Ja, schön. Sie laufen gerne mit uns mit. Ja. Und, aber sie würden auch gerne auf der Weide liegen bleiben. Und die Menschen, die so zu Ihnen kommen? Die Menschen, die zu uns kommen, die freuen sich ja ganz sehr. Die kommen erstmal so ein Tier ganz nah durch das Streicheln. Mhm.
Und wo hat man eigentlich die Gelegenheit, einen Alpaka zu streicheln? Ja, ja, ja. Und wer kommt mehr? So Kinder, Männer? Es kommen mehr Frauen so im Alter zwischen 40 und 50, die noch ein bisschen Liebe suchen. Oh ja. Die kommen dann gerne zu uns. Ja. Also, und die bleiben auch dann und kommen auch noch mal später wieder. Also die Frauen sind mehr so die Kuscheltypen, ja? Ja, die Frauen sind die Kuscheltypen. Aber die Alpakas selber, sind das auch Kuscheltypen oder sagen die? Die Alpakas würden nicht gerne kuscheln. Ja. Die sind ja nie so gezüchtet worden, sondern die sind ja immer nur gezüchtet worden wegen der Wolle. Und umso schöner die Wolle war, umso besser war das Tier. Also die sind auch nicht so zum Transport oder so genutzt worden, sondern nein, tatsächlich gar nicht. Die Alpakas sind nur für die Wolle gezüchtet worden und auch nur die Fürsten der Inkas und so, die durften diese Wolle tragen. Und was machen Sie mit der Wolle? Also wir verarbeiten die Wolle zu Pullover, zu Mützen, zu Schals. Und Sie sehen hier einen schönen Pullover, hier können Sie mal gucken. Darf ich Sie auch mal kennenlernen? Ja, ja. Oh ja, ganz weich. Ja. Das zum total Beispiel schön ist unser Dragon. Ach, das ist der Dragon. Ja. Das hier unten, das Graue, ist der Don. Und das ist der Clemens. Der ja jetzt nicht mit der ist. Und das hier, sehen Sie, das ist Da Vinci. Das ist Da Vinci. Sehr schön. Aber nur die Wolle. Haben Sie die Alpakas eigentlich gekauft damals, um dann die Wolle zu verwerten? Oder gleich mit dem Gedanken, diese Wanderung zu machen? Also eigentlich gekauft, dass sie das Gras auf unserer Wiese abfressen und wir nicht mehr mit dem Rasenmäher gehen müssen. Ja. Und dann kam die Idee mit den Wanderungen, um einfach den Leuten auch mal zu zeigen, man kann dem Tier mal näher kommen, als es immer nur über den Zaun zu sehen. Mhm. Und die Wolle ist ja da, also muss man was damit machen. Ja. Und dann sind wir zum Spinnkurs gegangen, haben geguckt, ob das überhaupt was für uns ist. Ach, da haben Sie richtig mit. Haben wir einen richtigen Spinnkurs gemacht, meine Tochter und ich. Und ja, dann war es Fieber ausgebrochen, ne? Dann ging es los. Ja. Also Ihr Mann kann sozusagen mit Fug und Recht sagen, meine Frau und die Spinnen. Ja, das darf der und kriegt keinen Ärger. Wirklich eine sehr schöne Gegend, in der Sie hier unterwegs sind. Ja. Die Talsperre Schönbach, die letzte Station unserer Wandertour. Vor 50 Jahren wurde sie gebaut, staut die beiden Flüsschen Leuber und Wira und diente ursprünglich nur dem Hochwasserschutz. Längst ist sie zum Ausflugsziel geworden. Auch wenn man nicht drumherum laufen kann, zum Sonnetanken, Angeln und Vogel beobachten, ist's perfekt. Sachsen-Altenburg. Die Privatgemächer der letzten beiden Herzöge lagen in der zweiten Schlossetage. Das war bekannt, aber öffentlich zugänglich waren die Räume nicht. Und das soll sich jetzt ändern. Dafür wird im Schloss umgeräumt und umdekoriert. Denn das ehemals herzogliche Jagdzimmer, die fürstliche Bibliothek und das Arbeitszimmer sollen wieder entstehen. Restaurator Mario Gavlik hat dafür den Hut auf, hat geforscht, gesucht und gelesen. Das ist dann so authentisch, wie es geht. Also das ist zumindest mein Anspruch, die Räume wieder einrichten, zumindest hier sein Arbeitszimmer. Dass die Besucher so die Vorstellung haben, sie kommen gerade rein und er hat gerade den Raum verlassen. Also es kommt jeden Moment wieder und arbeitet weiter oder empfängt jemanden oder wie auch immer. Das ist eigentlich so das Anliegen gewesen. Da gehören eben noch die originalen Bilder. Und das ist eins von den originalen Bildern, das ist der russische Zar Paul. Und der gehört zur herzoglichen Verwandtschaft. Auf die engen familiären Verbindungen ins Zarenhaus waren die Altenburger stolz. Warum sonst sollte Herzog Ernst so viele Porträts von russischen Zaren, Prinzessinnen und sogar Katharina der Großen in sein Arbeitszimmer hängen? Eine Spurensuche ist so eine Einrichtung der Räume immer. Es ist interessant, es hat ein bisschen was mit kriminalistischem Spürsinn zu tun. Ich kannte immer nur die Schwarz-Weiß-Fotos von dem Raum. Und wo ich den Schrank das erste Mal live gesehen habe, war ich natürlich das erste Mal wirklich erstaunt. Vor allen Dingen, dass das wirklich noch da ist. Also ich hatte den Schrank schon längst abgeschrieben. Umso schöner ist natürlich für uns hier im Haus, dass der Schrank wieder da ist.
Und mit ihm kommen neue Fragen. Zum Beispiel, was soll der englische Hosenbandorden in Ostthüringen? Geheimnisvolle Kabinettschränke, kuriose Kaminvorleger und amoröse Geheimgänge. Die wiederentdeckte Schlossetage hat's in sich. Es ist einfach erstaunlich, dass die Originalmechanik alles noch funktioniert. Die hing noch, also die hat die Zeit im Prinzip überdauert da oben. Also die ist niemals weggekommen, was eigentlich von der Sache her schon sehr verwunderlich ist. Also die Bibliothek ist wie so eine, ich sage mal, das ist wie so eine Zeitschleuse. Also Tür zugeschlossen und einfach gelassen. Für mich eine der schönsten Jugendstilbibliotheken in den Thüringer Schlössern. So, vorsichtig. Ich muss dann oben umgreifen. Ab nächsten Wochenende öffnen sich die herzoglichen Türen dann für alle. Das Schloss Altenburg ist längst nicht das einzige hochwohlgeborene Bauwerk in der Region. Es gibt unendlich viele Adelssitze, Wasserschlösser, Rittergüter und in Punitz ein kleines Renaissanceschloss. Sein heutiges Aussehen erhielt das Schlösschen im 16. Jahrhundert. Familie Tumshörn, die es umbauen ließ, war nicht irgendjemand. Ein Tumshörn, Wolfgang Konrad, war Diplomat und Kanzler und verhandelte maßgeblich am Westfälischen Frieden, der den Dreißigjährigen Krieg beendete. Seine Nachfahren ließen später oberhalb des Schlosses eine Kirche errichten. Und auch da wurde nicht gekleckert, es wurde geklotzt. Denn die Orgel mit ihren 25 Stimmen baute nicht irgendwer, sondern der Orgelbaumeister Gottfried Silbermann. Das Rad als Fortbewegungsmittel ist in der leicht hügeligen Osterländer Landschaft natürlich auch beliebt. Und diese Truppe ist sogar vorausschauend unterwegs, denn sie radelt, wo demnächst ein Radweg entstehen soll. Der Viaduktradweg immer entlang der ehemaligen Bahnstrecke von Altenburg rüber zur sächsischen Grenze. Mit dem Drahtesel eben, aber aussichtsreich durchs Wiratal rollen. Noch ist es nur eine Vision. Müssen wir wieder die Bäume umtreten. Ja. Also wenn wir noch einmal hin und her gehen, haben wir das alles geräumt. Dann brauchen wir gar nicht mehr. Ist der Weg fertig. Ja, also wir haben noch ganz schön viel zu schaffen hier oben. Ja, also das ist ja schon einmal bearbeitet worden. So. Da sieht man ja, dass die Birken schon mal abgehackt waren. Ja. Sonst wäre das noch viel höher. Was ist das eigentlich mal für eine Strecke gewesen? Das ist so eine Nebenstrecke zwischen den Fernstrecken, also Leipzig-Chemnitz und Leipzig-Zwickau. Und die Viadukte sind aber extra für diese Eisenbahnstrecke gebaut worden, ne? Wie viel sind es eigentlich insgesamt? 7 Stück. 7 Stück. Und die wollen Sie alle jetzt zum Radweg vereinen? Ja, alle wird nicht funktionieren, ja, weil auf sächsischem Gebiet sind die Teile der Strecke verkauft worden. Ach so. Mhm. Und da steht das Viadukt praktisch so allein zwischen Privatgrundstücken, da kommen wir dann nicht hin. Mhm. Aber hier auf thüringischer Seite haben wir schon uns das Ziel gesetzt, dass wir das alles erhalten wollen. Das ist ja auch das Besondere, die Viadukte. Auf dieser relativ kurzen Strecke von 15 Kilometern 6 Viadukte zu haben, die auch noch vom Baustil her, das waren, glaube ich, die ersten, die in Stampfbeton gebaut wurden. Die haben also auch von ihrer Technologie her damals was ganz Neues probiert. Das zu haben, ist wahrscheinlich auch fast einzigartig in Deutschland, so eine Radtour dann zu besitzen. Dann auch mit diesen Blicken, die man dann in das Land bringen kann. Das ist ja eine liebliche Landschaft hier, nichts Spektakuläres. Aber diese Täler sind ja sehr schön. Und mit diesen Brücken hat man da so die wunderbare Aussichten. Mhm.
Ist jetzt dann die Idee für den Radweg entstanden wegen der, aus der Lieblichkeit der Landschaft, der Liebe zum Radfahren oder der Liebe zu den Viadukten? Naja, also das Wiratal, wo wir uns hier befinden, ja, das ist ja schon geprägt durch diese Viadukte. Und ja, die stehen ja nun schon seit 116 Jahren hier. Also 1901 ist die eingeweiht worden, die Eisenbahnstrecke. 1899 ist der Bau begonnen worden. Und das ist ja über Generationen, ist das ja hier... Ja, fühlen die Leute sich damit verbunden? Ich bin ja unter so einem Viadukt groß geworden. Ach so. Am Viadukt. Und wir haben als Kinder auf diesen Schienen gespielt, das Kreuz gefährlich war, uns verboten wurde. Aber das war natürlich, was verboten war, war besonders reizvoll. So bestimmt Indianer, so mit Ohr auf der Schiene, ja, und Hundelecht. Ja, richtig. Und dann den Pfennig draufgelegt. Dann wurde dann breit gefahren. Und uns war natürlich klar, wenn wir die Viadukte erhalten wollen, brauchen wir eine Nutzung, eine Verwendung. Ja, ja. Und nur die Viadukte in die Landschaft zu stellen, macht ja keinen Sinn. Und deswegen kam dann die Idee mit diesem Viaduktradweg. Man muss auch noch sehen, das Altenburger Land ist das wahrscheinlich der waldärmste Kreis in ganz Deutschland. Mhm. Und dieser grüne Streifen, dieses grüne Band, was man heute immer so schön nennt, ist natürlich auch wunderbar, dass das durch diese Region geht. Der Inapu, die dann später diese anderen Grundstücke gekauft hat, die haben ja auch noch mehrere Biotope. Das ist also eine Verbindung zwischen den Biotopen. Mhm. Also hier kommen mehrere Aspekte. Aber mal ehrlich, wie wollen Sie denn das stemmen? Also schaffen? Weil es ist ja eine private Initiative, ne? Das ist richtig. Also wir haben da noch sehr viel Arbeit vor uns. Ja. Es wird auch noch viel Zeit und viel Geld, denke ich mal, benötigt werden, um das zu realisieren. Aber wir wollten in diesem Jahr noch, das werden wir vielleicht nicht schaffen, aber im nächsten Jahr den ersten Teilabschnitt in Betrieb nehmen. In Betrieb nehmen? Ja. Wir müssen das hier, ist ja auch wichtig, dass man was zeigt. Nur wenn man was vorweist, kann man auch mal zu einem Unternehmen gehen und Geld betteln. Naja. Wir müssen also den ersten Schritt jetzt tun. Forcierte damals übrigens Herzog Ernst. Seit Jahrhunderten residierte seine Familie im Altenburger Schloss, regierte von hier aus das Herzogtum. Das ist das Osterland, das Altenburger Osterland. Und da sind wir heute unterwegs. Früher hätte man weit fliegen müssen, um das Ostland, das heutige Osterland, zu überschauen. Von der Lausitz bis zur Saale, von Leipzig bis ans Erzgebirge. Aber es wurde immer kleiner und steht heute fürs Dreiländereck Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Und genau in Thüringens östlichstem Zipfel liegt das Altenburger Osterland. Ich starte gleich neben dem Flugplatz. Den gibt es seit mehr als 100 Jahren und hier residiert der Verein Flugwelt Altenburg. Er putzt, poliert und repariert für Altenburgs Flugtradition. Die Scheibe ist beim Transport, ne? Ist kaputt gegangen. Wir haben jetzt nun eine neue organisiert und werden sehen, wenn es richtig trocken ist, dass wir dann auf die Scheibe wechseln können. Und dann kommt der Anstrich. Was jetzt noch geht? Positionslichter gehen noch, Heckbeleuchtung geht noch und meine Aufgabe mehr oder weniger ist dann nach und nach die Funktion rauszufinden, was noch gehen könnte und das wieder in Betrieb zu nehmen. Genau. 12 große Flieger stehen im Museum. Sie herzubekommen war nicht leicht, sie aufzumöbeln auch nicht. Aber die Männer vom Verein haben sie gerettet. Vor der Schrottpresse, vorm Vergessen. Das ist ein Starfighter F-104F. Es ist ein U-Boot-Jäger bzw. Aufklärer. Aha! Brigade Atlantik. MiG-21 SPS. Und das ist eine Transall. An der kennt er sich aus. Er fliegt noch aktiv mit ihr in der Bundeswehr und steht den Leuten vom Verein zur Seite.
Denn wenn am Wochenende die Museumsbesucher kommen, dann sollen sie auch was über die Flugzeuge erfahren. Na, und reparieren, das muss auch klappen. Das ist unser Problem, dass wir da ran müssen. Das hast du einmal hier oben. Worüber sitzt ihr jetzt hier gerade und grübelt? Wir haben hier ein kleines Problem, dass sich hier in einer Leitung noch ein Druck aufbaut und wir Ölverlust haben. Ab und zu kostet es uns Nerven. Ja. Ist so. Und dann, aber es wird so lange gesucht, bis wir es gefunden haben. Und ich meine, sowas hier ist ja jetzt nun auch, ich sag mal, kein selbstverständliches Flugzeug. Das kostet doch bestimmt besonders Nerven, oder? Wenn man sich einmal in ein Flugzeug verliebt hat, das ist wie zu Hause. Da kostet es ja auch ab und zu mal Nerven. Ja. Also kostet das hier auch Nerven, aber wir kriegen alles in den Griff. Hoffe ich. Warum muss das gerade die Transall sein? Oder war es Zufall, dass ihr hierher gekommen seid? Nein, nicht Zufall. Wir hatten uns 4 Jahre beworben drum. Ehrlich? Und ja, 4 Jahre drum gekämpft und dann kam die Zusage, wir konnten eine haben. Und dann ging das eigentlich ruckzuck. Geld überwiesen, lange gespart, dann haben wir es gekauft. Sie ist gekommen, ich habe sie gesehen und habe mich verliebt. Ja. Im Vergleich Iljuschin, Antonov ist es noch ein kleiner Transporter. Und man hier an dieser Maschine ist es natürlich wirklich genial, weil sie noch fliegt. Sie ist noch dabei. Ja, also man steht hier letztendlich in einer Live-Maschine, die vielleicht morgen hier rüberfliegt. Und das ist natürlich noch ein ganz anderes Feeling. Wenn Sie das ja aber eigentlich noch als Job machen, wieso machen Sie es dann auch noch in der Freizeit? Warum ich es in der Freizeit mache? Ganz einfach, weil ab 2021 es keine Transall mehr geben wird. Und ich fand das total super, als das Museum damals sagte, ich war ganz kurz mit der Live-Transall hier, auf einem Flugplatz fest und die haben gesagt, wir kaufen so ein Ding. Da habe ich gesagt, ich helfe euch, weil ich dann irgendwann meinen Kindes- und Kindeskindern mal erzählen kann oder hierher fahren kann und sagen kann, hier, da hat der Papa, der Opa drin gearbeitet und so hat es mal oder so ist es gewesen. Und das ist eben halt das Schöne. Und deswegen freue ich mich auch total, dass das so geklappt hat. Und auch ein kleines Vermächtnis, also ein großes Vermächtnis, ne? Ja, eigentlich für Sie alle hier. Ja, definitiv. Also das ist in der Art so hier deutschlandmäßig, wir haben es.